Wir sagen Happy Birthday, die Triversifikation wird 20 Jahre alt. Die Anlagephilosophie hat weltweit Anerkennung erfahren und erfunden, wurde sie von meinem heutigen Gast, von Rolf Pieper. Herr Pieper, schön, dass Sie da sind. Sie sind vom Vermögensschutzteam Pieper, Pieper Analytics, Piepers Radar, Institut für wirtschaftliche und persönliche Selbstbestimmung. Sie sind internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Journalist, Autor, Finanzanalyst, Vermögensstratege und Entwickler der Portfoliotheorie Triversifikation. Herr Pieper, schön, Sie hier in Berlin zu sehen. Ja, vielen Dank. Ich habe immer mal wieder einen Koffer in Berlin, oder wie sagt man so schön? Ja, Sie sind ja heute auch gleich mit dem Koffer hier angekommen. Genau. Und man muss ja erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Nicht nur, dass die Triversifikation 20 wird, sondern Sie haben es ins Forbes-Magazin geschafft. Sie sind in der Oktober-Ausgabe, haben da zwei Seiten. Also jeder, der das lesen will, findet Sie online und im Magazin. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich bin auch mega stolz, ja, dass, ja, ich muss wieder sagen, mein Lebenswerk so geehrt wird. Entschuldigung, und dass es ein Zweiseiter geworden ist. Also wirklich toll. Ich war wirklich überwältigt, als ich diese Nachricht bekam und ich dann da auch noch einen besonderen Titel bekommen habe mit einem Bild, was wir ja gemeinsam in New York gemacht haben an der Wall Street. Also hat mich schon sehr, sehr stolz gemacht. Anfänglich war es ja nicht so ganz einfach mit der Anerkennung der Triversifikation. Ich durfte den Titel ja schon lesen, ich finde ihn großartig, aber ich werde natürlich nichts verraten, weil die Leute sollen ja selber mal schauen, was da über sie geschrieben steht. Im Oktober ist es dann soweit, ja. Ganz genau, also jetzt im Prinzip ist er schon draußen. Ja. Herr Pieper, kommen wir vielleicht dann zur Triversifikation. 20 Jahre ist ja auch schon ein Meilenstein. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich mal überlegt haben, neben Diversifikation brauchen wir eigentlich die Triversifikation? Ja, es war im Prinzip, die Triversifikation war wie ein Neuanfang. Wir kamen gerade aus der Dotcom-Blase und ich habe ja leider erleben müssen, wie viele Menschen, auch viele Kleinanleger, sehr, sehr viel Geld verloren haben, weil sie an den neuen Markt geglaubt haben. Und ich im Übrigen auch. Ja, ich selber war ja auch betroffen, habe einen Großteil des Vermögens und des Wohlstands damals verloren, weil ich auf der falschen Seite lag. Und das hat dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, Mensch, du musst ja, der Einstein hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann, ja. Genauso bin ich dann auch vorgegangen und habe gesagt, was läuft hier eigentlich falsch? Was machst du falsch? Und so bin ich dann in die Analyse gekommen und bin dann ganz, ganz tief, natürlich habe ich mich beschäftigt mit allen möglichen Portfoliotheorien und so kam es dann, dass ich mich aufgerufen fühlte, auch aus der Not heraus, muss man wirklich sagen, Dinge zu verändern. Und zwei wesentliche Menschen haben mir dann auch den Kick gegeben, muss man einfach sagen. Das war auf der einen Seite Johann Seiger, die Edelmetall-Legende aus Österreich, den ich damals traf. Ich lernte Thorsten Polleit kennen, der noch Chefökonom bei Barclays Capital war und ziemlich schlecht über die Bankenwelt redete. Und der dritte war Professor Bocker, mit dem ich gemeinsame Auftritte hatte. Und der Professor Bocker hat mal so richtig vom Leder gelassen. Und es war zwar, man muss Bocker kennen. Also der hatte bei mir 3/4 Stunde Auftrittszeit und hat immer 4 Stunden genommen. Das war völlig meine falsche. Aber ich habe gut zugehört und habe seine Bücher gelesen. Und das komplett hat es geändert und hat mich aufgerufen, Dinge neu zu bewerten. Jetzt haben Sie die Triversifikation vielleicht, um auch mal so zu verstehen, was so genau dahinter steckt. Wie grenzt sich das ab von Theorien und was war gerade damals so das Neue? Ja, wir hatten ja damals zwei Menschen, die für ihre Portfoliotheorie den Nobelpreis bekamen. Das war der Herr Markowitz auf der einen Seite und der Herr Tobin auf der anderen Seite. Sie hatten die moderne Portfoliotheorie entwickelt mit der sogenannten Effizienzkurve. Und das habe ich mir angeschaut und habe damals so gedacht, wow, toll, tolles Modell. Du musst eine Effizienzkurve haben, musst breit streuen, also das erste Botschaft, ganz, ganz breit streuen.
Und dann musst du schauen, dass du da eine effiziente Anlagestrategie entwickelst. Aber mir ist damals aufgefallen, dass diese Kurve nicht unten auf der Nullerlinie anfing, sondern bei 3%. Und dann habe ich so mal hinterfragt und habe mir das angeschaut, was ist denn da eigentlich los? Und die Jungs sind in der Tat immer davon ausgegangen, dass wir einen risikolosen Zins bekommen. Das heißt, das haben damals Staatsanleihen geliefert. Und ich habe mal hinterfragt, was ist denn eigentlich, wenn das nicht mehr so funktioniert? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, sie haben keine Länderdiversifikation darin vorgesehen. Auch das war ja etwas, was sehr, sehr wichtig war, was man vielleicht mal, heute wissen wir, dass es richtig war, berücksichtigen sollte. Das dritte war, sie haben die sogenannten illiquiden Vermögenswerte nicht mit reingenommen, also Sachwerte. Sie haben ja damals nur Aktien, Anleihen und Optionsscheine und Derivate, jetzt habe ich das richtige Wort, Derivate mit reingenommen, ja, und sie haben eben das nicht getan. Auf der anderen Seite habe ich aber gesehen, dass wer hat sich denn relativ schnell nach solchen Krisen wieder erholt und hat es anders gemacht, und das waren Harvard und Yale. Dann habe ich mich mit Svensson, dem berühmten Svensson von der Yale-Universität beschäftigt und habe gesehen, also erstens der Drawdown war bei ihm nicht so hoch und seine Erholung war viel schneller. Und da habe ich gedacht, okay, aus den Erkenntnissen hier und aus den Erkenntnissen da versuchst du mal eine eigene Portfoliotheorie zu entwickeln. Und ich muss ehrlich sagen, der Name Diversifikation ist nicht von mir. Ich saß auf der Couch und meine Frau befragte ich, wie kann ich das Ding nennen? Und das ist von meiner Frau. Ich muss es wirklich sagen, sie legt da intern in den Diskussionen großen Wert darauf. Ich habe es jetzt öffentlich gemacht, der Name ist von meiner Frau, es sei ihr gegönnt und ich lebe das Ding wirklich in meiner DNA. Jetzt kenne ich Sie schon lange, das Detail wusste ich auch noch nicht. Ich habe es auch zum ersten Mal zugegeben. Sehr, sehr gut. Herr Pieper, ich stelle mir vor, heutzutage kann man das auf Social Media veröffentlichen. Ja. Es ist einfach, die ganzen Kanäle, wir reden heute auf YouTube. Wie haben Sie das denn damals öffentlich gemacht und wie war dann die Aufnahme in der Öffentlichkeit? Ja, es war 2002, also ich habe, die Dotcom war ja 8, 9, also um die Jahrtausendwende und ich habe dann natürlich mal geschaut, okay, wo kannst du das veröffentlichen? Und da kannst du natürlich bei der FAZ anrufen und sagen, Pipo, du hast wohl einen Knall hier, greifst die Nobelpreisträger an. Und ich fand aber jemanden, nämlich ein Blatt namens Vaterland und das ist die Tageszeitung von Liechtenstein. Ich saß damals in Liechtenstein und habe das im Vaterland veröffentlicht. Alleine dieser Name Vaterland würde einen in Deutschland für ein Magazin relativ in eine Ecke drängen. Ja? Und sie haben aber den Mut gehabt, das zu veröffentlichen. Und was habe ich für Schläge bekommen? Ja? Pieper, jetzt bist du größenwahnsinnig. Pieper, wie kannst du es dir erlauben, Nobelpreisträger anzugreifen und all diese Dinge, ja? Der Artikel ist leider online heute nicht mehr zu finden. Ich habe so gesucht, ich habe ein Team dran gesetzt, es gibt den nicht mehr, aber es gibt den auf meinem Computer. Ich habe es damals auf jeden Fall geschrieben, habe mega, mega Schläge gemacht. Es hat sogar dazu geführt, dass manche nicht mal mit mir zusammenarbeiten wollten. Ich habe in Investmentmodellierung für Versicherer in Liechtenstein gemacht und auch da hat es geknirscht. Der Pieper hat sich ja was getraut. Das macht man nicht. Man stößt keine Nobelpreisträger vom Sockel. Heute wissen wir, dass es sehr wohl geht. Ja, ich stelle mir die Frage, jetzt sind 20 Jahre um, Sie haben doch bestimmt auch immer Ihr Modell weiterentwickelt. Also wie ist so die Entwicklung gewesen und wo steht das Modell heute? Ja, also in der Entwicklung muss man ja sehen, also einmal Sachwerte. Ja. Und damals wusste ich ja noch nicht, dass ich durch den Eintritt in wahren Wirtschaftssysteme beispielsweise die Finanzwelt sogar komplett verlassen kann und es zu einem sehr, sehr fungiblen Instrument machen kann. Also Gold fungibel zu machen. Ja. Du kannst natürlich mit dem Barren durch die Gegend rennen und kannst immer Geld daraus machen, ja, aber Gold zu tauschen in strategische Metalle und umgekehrt oder in Edelmetalle ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes und ganz Neues, ja, das ist eine Entwicklung. Ich habe auch Währungs
Diversifikation mit reingenommen. Also nicht nur Länderdiversifikation, sondern auch Währungsdiversifikation. Ich glaube, es ist nötiger denn je, heute auch ein paar Schweizer Franken beispielsweise mit im Portfolio zu haben. Ja? Und so hat sich das dann entwickelt. Also die Hauptstrategie ist natürlich in der Diversifikation, du musst erstmal breit streuen. Nennt man horizontale Diversifikation und dann die vertikale Diversifikation in einer Asset-Klasse nochmal breit streuen. Und bei mir war es natürlich mit Bocker und Seiger im Umfeld natürlich Gold und Silber, über nichts anderes nachgedacht. Heute wissen wir, dass es alle vier Edelmetalle sind, dass es über 10 strategische Metalle sind, dass man im Edelsteinbereich mehr als nur die Diamanten dabei haben kann, sondern auch die Farbedelsteine. Und so hat es sich natürlich Stückchen für Stückchen verändert. Und da zum Beispiel auch die Immobilie, dass man aus der Immobilie Zinserträge ziehen kann. Und all diese Dinge sind nachwachsende Rohstoffe sind mittlerweile dazu. Vor 20 Jahren hat doch niemand über nachwachsende Rohstoffe in so einem Portfolio nachgedacht. Svensson schon. Zumindest hatte er schon mal damals Waldinvestments mit drin. Ja? Man kann sich die Stiftungen, die Vermögensstiftungen ja anschauen, die haben Kunst mit drin. Ja? Also ist jetzt auch Kunst mit dazu gekommen. Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, in der vertikalen Diversifikation heute viele Elemente mit reinzunehmen. Da habe ich am Anfang nicht dran gedacht. Das war ein fließender Prozess und ich finde mittlerweile Kunst toll als Investment. Aber ich finde beispielsweise auch Hermes-Handtaschen, also richtig gutes Sachwert, ja, weil keiner kommt dran, die Knappheit. Und das ist es dann auch am Ende, dass ich viel, viel mehr auf Knappheit geachtet habe. Also Knappheit ist für mich der beste Nährboden für Rendite, knappe Investments und du musst organisieren, dass du rankommst. Das habe ich geschafft, ja. Also nicht nur, weil ich mir gerne einen trinke und guter Wein, sondern auch gute Whiskys, Hermes-Handtaschen, gute Uhren ist ein Thema, gute Kunst ist ein Thema und dann die bekannten Asset-Klassen. Man kann da schon eine ganze Menge machen und das habe ich getan und das gibt es. Und im Übrigen, das gibt es demnächst auch komplett als Portfolio bei mir. Also ich bin gerade mit einem Team, internationalen Team dabei. Wir haben ja nun uns jetzt auch in unseren Aktivitäten diversifiziert. Wir sitzen mittlerweile in Vaduz, wir sitzen in der Schweiz, wir sitzen aber auch in Miami und wir sitzen in Kyrenia auf Nordzypern. Auch da haben wir eine ganze Menge getan. Auch wir haben diversifiziert, auch in diesem Bereich und Lebensform. Herr Pieper, ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt das Bild im Kopf, wie Sie mit einer Hermes-Handtasche rumlaufen. Es ist ein interessantes Bild. Ja, buy and hold ist natürlich die Strategie. Buy and hold ist nicht, dass ich hier in die falsche Ecke komme. Herr Pieper, ich glaube, viele Anleger fragen sich jetzt, ja, wie kann ich von so einer Theorie profitieren, ja, und wie funktioniert das überhaupt, wie läuft das? Ja, also ich helfe den Menschen ja bei der Umsetzung, ja. Das heißt, man muss analysieren, was ist schon da. Der Deutsche hat ja traditionell zwei Klumpenrisiken. Das eine ist das Banken- und Versicherungsrisiko, da ist in der Regel ein Klumpen und das andere ist der Immobilienbereich. Im Immobilienbereich ist natürlich jetzt so, wo der Immobilienbereich jetzt zurückgeht und stärker zurückgehen wird, für viele natürlich die Frage, oh Gott, wie werde ich das Zeug überhaupt los? Ja? Auf der anderen Seite sehen viele politische Risiken, sie wollen Deutschland verlassen, also sie glauben nicht, wie viele Menschen bei mir anrufen und sagen, Pieper, hilf uns, Vermögen raus aus Deutschland. Ich finde, ich bin da sehr traurig auch drüber, welchen Aderlass Deutschland zurzeit hat. Fakt ist, es gibt einen Abstimmungsprozess. Was ist da? Wo will ich hin? Ziele, Wünsche, dann einkategoriert in vier Gruppen, Liquidität, Werterhalt, Rendite und Altersvorsorge. Das alles kurz-, mittel-, langfristig und daraus entsteht eine Strategie, ein Plan, der Plan B im Rahmen der Diversifikation und das bekommen meine Kunden. Und dann suche ich natürlich Renditepotenziale, auch wenn ich mit der Messertasche nicht durch die Gegend laufe. Sie liefert aber durch die Knappheit Potenzial und die muss man dann in der Buy-and-Hold-Strategie haben. Das heißt also, sie muss gekauft werden, in einem Zollfreilager eingelagert werden. Zollfrei bedeutet, ich habe auch nicht die Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuer darauf, wo der Kunde ja auch schon mal einen Vorteil hat. Und dann muss sie weiter veräußert werden. Und dann habe ich eben irgendwann eine gute Performance, also einen Wertzuwachs daraus. Und das aber eben nicht nur aus der Messertaschen, sondern aus einem breites, möglich gestreuten Portfolio, 20, 30 verschiedene Materialien, Werte, die da drin sind. Und dann habe ich eben nicht das eine Risiko, nicht das eine Risiko. Das Gleiche mache ich ja zum Beispiel mit den Kryptos. Viele Menschen meines Alters verstehen es nicht. Ich habe auch lange gebraucht und wollen sich auch nicht damit beschäftigen. Also habe ich ein Expertenteam zusammengestellt, die sich damit beschäftigen. Der Kunde kauft in der Breite nicht einen Coin oder nicht ein Kryptoinstrument, sondern 100. Und die kümmern sich darum, kaufen, verkaufen und so weiter. Also ein aktiv gemanagtes Portfolio. Die Kunden müssen nichts tun. Sie müssen keine Kenntnis haben, nicht immer den Finger am Abzug haben und sagen so, jetzt muss ich aber irgendwas tun. Passiert mir oft in Gesprächen, dass die Menschen dann Handy auspacken, pass auf, hier um 11 Uhr ist irgendwas und so. Alles das nicht und können trotzdem von diesem Markt profitieren. Ich glaube, das ist ein gutes Angebot und genauso mache ich das mit der Diversifikation auch. Ich kümmere mich für die Leute und die Leute wissen, okay, es geht, wird niemals null, weil Werte dahinter sind, also raus aus der Geldwert, rein in die Wertewelt. Jetzt ist die Frage, welche Elemente in dieser Anlagestrategie sind denn zwingend nötig? Was muss man da alles so beachten? Ja, ich hatte es in einem anderen Interview ja schon gesagt, also Bocker hat ja gesagt, Gold ist immer das bessere Geld und Professor Thorsten Polleit sagt, das ist das ultimative Geld. Also insofern gehören natürlich Edelmetalle in eine solche Strategie mit rein. Ja, und zwar nicht zu wenig, weil sie brauchen einen Wertspeicher, wo nicht Euro aufgedruckt ist. Ja, aber es gibt natürlich auch im Rohstoffbereich exzellente Chancen, wenn ich mal an Gallium und Neodym und diese Dinge denke, die ja zweieinhalb, drei Jahren eine gute Performance liefern und das weiter tun werden, weil sie knapp sind. Im Bereich der Edelsteine gibt es gute Möglichkeiten, Kunst und all das, was ich ja schon genannt habe. Also Sie sehen nicht, irgendeiner wird jetzt wieder schreiben, Pieper macht ein Werbevideo. Nein, es muss das Gleiche sein, weil es sich bewährt hat. Es ist keine Werbung dafür, sondern hat sich bewährt. Harvard und Yale liefern die besten Beweise dafür, dass es sich bewährt hat, in guten und in schlechten Zeiten. Also es ist keine Werbung. Ich kann es nur immer wieder predigen. Leute, macht das. Breit streuen, in die Sachwerte reingehen, illiquide Vermögenswerte, Länder diversifiziert. Und da kann man doch von den Großen lernen. Warum muss ich denn alles neu? Und eines muss ich auch noch sagen. Also jetzt bin ich ja richtig hier on fire. Leute, lasst es mit den isolierten Produktlösungen. Ja? Dann kommt wieder irgendeiner und sagt, wow, ich bin jetzt hier mit einem tollen Coin um die Ecke. Ja? Dann 30-40% davon gehen kaputt. Das muss man einfach mal wissen. Oder hier ist das Ultimative. Und wie viele Skandale haben wir beiden schon in dieser Zeit erlebt? Ja? Da liefert auf einmal Gold Zinsen. Das kann nicht gut gehen. Das weiß jeder, das Gold, weil dann bin ich ja wieder in Schulden, wenn ich mit Gold mit Zinsen verbinde. Und so rufen mich immer wieder Leute an, jetzt wieder Kunden und sagen, wow, da hat einer eine besondere Münze gedruckt, soll ich die kaufen? Ja, warum hat er sie denn gedruckt? Weil er die meiste Marge daran hat, ja? Dann kaufe ich doch lieber Schweizer Vreneli, was über Jahrzehnte bewährt ist. Und all diese Dinge, und da muss man eben in die Analyse gehen und eben nicht nur ein, zwei, drei Videos von Produktverkäufern anschauen, sondern ich bin fürs Konzept. Wie läuft denn so ein Beratungsprozess ab, wenn jemand jetzt zu Ihnen kommt und sagt, Herr Pieper, die Diversifikation interessiert mich, bitte geben Sie mir da mal Beratung zu? Ja, also ich frage natürlich, was ist da? Ne? Ich muss ja wissen, was kann ich tun? Ich frage natürlich, was habt ihr schon, was sind eure Vermögenswerte? Da müssen wir ganz offen drüber sprechen. Ich habe im Übrigen neu ein abhörgeschütztes Online-Portal, also da kann man ganz frei sprechen, sollte nicht das Handy neben dem Computer stehen haben, aber im Prinzip sprechen wir natürlich, was ist da? Welche Entscheidung hast du schon getroffen? Und da muss man sich natürlich das persönliche Umfeld anschauen.
Was gehört zur Strategie? Gibt es Kinder? Gibt es Enkelkinder? Man muss natürlich auch über die Generationennachfolge reden. Man muss steuerliche Aspekte mit reinfließen lassen. Und man muss natürlich auch darüber nachdenken, ist er Unternehmer oder ist er kein Unternehmer? Auch das ist ja natürlich das Thema, Vermögen von operativem Geschäft zu trennen. Auch das ist eine große Herausforderung. Ja? Darüber geht es dann in Stiftungsrecht und all diese Dinge. All diese Dinge mache ich und das ist ein langer Prozess. Also für das Erstgespräch nehmen wir 60 Minuten. Das ist so, ich bin so durchterminiert, alle 60 Minuten ein Gespräch. Ich habe meinen Analysebogen, höre mir das an und dann machen wir ein Folgegespräch. Und dann gebe ich schon die ersten Hinweise und dann sage ich so, jetzt müsst ihr mal 2 Nächte drüber schlafen und dann geht es in die Umsetzung. Jetzt ist die Triversifikation 20 Jahre alt geworden. Wo wollen Sie denn damit noch hin? Was können wir denn jetzt in der Zukunft erwarten? Naja, also ich erzähle es ja schon seit 2 Jahren, mein Buch ist bald fertig, aber jetzt wirklich dann. Und das ist die Triversifikation natürlich verewigt. Also und jetzt mit dem Forbes-Artikel, was will ich mehr? Ich habe eine Anleitung geschrieben, die nicht jeder nutzen will und nutzen wird. Vielleicht versteht das ja auch nicht, vielleicht versteht er auch die gesamtpolitischen Zusammenhänge. Also in meiner Ex-Firma wollte man mir ja sagen, ich soll keine politischen Statements mehr machen. Ja? Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu tun, weil man die politischen Zusammenhänge mit der Geldwelt zusammenbringt, um zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Märkte. Und insofern bin ich jetzt mit diesem Forbes-Artikel schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Es ist für die nächste Generation verewigt. Mein Buch kommt dazu und ich mache das aber, also mein Beruf ist Berufung. Ich mache das auch, weil ich den Leuten helfen will. Also ich habe so viel tolle Gespräche. Also viele waren ja beunruhigt. Pieper im Ruhestand, das geht nicht, mein persönlicher Coach ist weg. Nee, ich bin noch weiter da. Aber man muss einfach sagen, also viele Kunden sind auch meine Freunde geworden. Also ich freue mich, also wenn ich war jetzt vor 2 Wochen, hatte ich die Tour Österreich, Italien, Schweiz, war ganz lustig und setze mich dann auch mit meinen Kunden mal beim leckeren Glas Wein zusammen und dann sprechen wir auch mal Dinge abseits der Anlagen. Das macht schon Spaß. Also da meine Community ist schon eine ganz tolle und das da ist also aus Berufung geworden oder umgekehrt, also aus Beruf geworden. Ich mache es gerne, es ist schon Leidenschaft geworden, es ist mehr als Geld verdient. Herr Pieper, haben Sie jetzt zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps, die Sie den Leuten mit an die Hand geben würden? Ja, es gibt nur einen Tipp. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Also man muss jetzt loslegen. Also ich glaube, es müsste doch auch der Letzte erkannt haben, dass man jetzt was tun muss. Ja? Also bei dem Umfeld, was wir jetzt haben, einfach mal in der Politik. Wir haben jetzt 4 Regierungen, die auf einen gewaltigen Rechtsruck hindeuten, zuletzt ja Italien und weitere werden folgen. Die 100-jährige Zyklik hat gezeigt, was dann kommt. Wir haben ein total überschuldetes Italien und die Olivenländer, worauf man wetten kann, dass der Euro das nicht überlebt. Also der wird noch eine Weile überleben, also nicht das. Und im Übrigen auch viele sagen, pass mal auf, im Winter fällt der Strom aus. Ich glaube nicht, dass der Strom ausfällt, weil wenn der Strom ausfällt, gibt es natürlich einen Kontrollverlust der Führenden in der Politik. Ja? Kameras werden abgeschaltet, sie können nicht mehr auf Computer zugreifen, die werden alles tun, aber der Strom wird nicht ausfallen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie den Kontrollverlust nicht zulassen. Ja? Aber der Tipp ist, jetzt tun. Jetzt tun, jetzt tun, jetzt tun, es sofort anpacken, einen Termin vereinbaren und nicht so viele Videos schauen. Auch das ist ja, da sind ja mittlerweile Pseudo-Experten, ehemalige Versicherungsverkäufer, sind jetzt die größten Rohstoffexperten, die stehen auf Bühnen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja? Und deswegen auch, ich hatte es ja schon mal vor einigen Interviews angedeutet, gibt es ja bald die Experten-News, experten-news.com. Dort werden wir verschiedene
Referenten zusammenfassen, also die, mit denen ich auch gerne auf der Bühne stehe, sodass man eben nicht mehr durch die Gegend läuft, googelt und irgendein Portal findet und da ist wieder irgendein Produktverkäufer, der irgendwas unbedingt los mit einer riesen Marketingmaschinerie. Ich habe jetzt mal so ein paar Informationen angefordert. Einen Tag später, mein Handy rappelte. Und dann duzt mich auch noch der Vollhonk, ja, der kennt mich gar nicht, war nicht mit dem im Sandkasten und sagt, hey Rolf, du interessierst dich für mein tolles Produkt. Nee, das muss es nicht sein, also muss schon Expertise dahinter und ich warne vor Gesellschaften, wo keine Expertise dahinter ist. Herr Pieper, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wieder nochmal alles Gute für die Triversifikation. Bin gespannt, wenn wir in 5 oder in 10 Jahren wieder reden, wo die Triversifikation dann wieder steht. Ich bin auch sehr gespannt. Dankeschön an Rolf Pieper. Und liebe Zuschauer, wenn Sie sich da weiter informieren wollen, dann schauen Sie doch gerne auf die Webseite von Rolf Pieper. In einem Wort rolfpieper.li. Da finden Sie alle Infos, den Newsletter und da können Sie mit Herrn Pieper auch einen Termin ausmachen. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.